starten in diese Folge hinein, wo sie alle nehmen, alle Männer nehmen sie. Schutzgeführte, nimmst du auch alle Männer? Ist das ein Ja? Oder nur Skelette? Weißt du, du nimmst nur Skelette? Oh, du isst sie. Oh, okay, verstehe. Das ergibt mehr Sinn. Wir nehmen alle Männer, wir nehmen alle Männer, kommt zu uns Piraten, nein. Wen interessieren schon ein paar dumme Ballons? Welch finsterer Tag, wenn selbst die Piratenregeln ignoriert werden. Wir müssen richtig ihre Aufmerksamkeit erregen. Lass die Ballons der Windbrecher platzen! Wir nehmen alle Männer, kommt zu uns Piraten. Und jetzt? Die haben eine Chances Schiff gesprengt. Oh, da waren meine besten Kniehosen drauf. Neue Rekruten, zeigt diesen gemeinen Plankenwacklern, woraus eure Holzbeine gemacht sind. Keine Gnade. Das sind doch Menschen. Sind da Frauen auch dabei? Das sind Frauen dabei. Und ich dachte, sie nehmen nur alle Männer. Blitzgefährt hat schon wieder eine Fahrt lassen. Und sie nimmt alle Männer ran. Und Frauen. Das steht natürlich auf Gleichberechtigung. Damals, als er noch selber ein Mann war, hat er das noch nicht getan. Und jetzt... Oh! Sehr schön, Blitzgefährte. Tanz weiter. Singt weiter. Nein, sie schauen dazu. Swabby, du musst nicht sterben, du kopfloser Bastard. Siehe den Schiffsjungen. Wo ist der Schiffsjunge? Hm. Schiffsjunge, nein! Sink weiter! Okay. Tschüss. Müssen wir springen? Nein. Wir haben uns in den letzten Minuten echt gut kennengelernt. Hier ist also meine Leidensgeschichte, wie ich in die Tiefen dieses ehemaligen Ozeans gelangt bin. Ja, her mit der Piratengeschichte. Toll, ich klick mich gerade kurz aus. Ich war der wildeste Piratenkapitän der Buttersee. Ich hatte ein gutes Schiff. Eine treue Mannschaft und die wahre Liebe. Aber ich habe alles verloren. Das war's? Du hast den Fluch gar nicht erklärt. Oh, meine Piratengeschichte ist dir wohl nicht gut genug. Vergessen wir das einfach, du Landratte. Ha, siehste, sie hat nichts. Sie vergisst immer, ihre Charakterstimme abzulegen, wenn sie verzweifelt nach anständigen Motiven sucht. Wo ist denn Wyvern-Gefährte? Da ist er. Kommt immer zu spät. Kommt der Wyvern-Gefährte. Wo geht's dorthin? Nirgends. Wo bin ich hier? Waren da nicht irgendwo Automaten? Nein! Verdammt! Weg zurück, verstehe. Vielleicht schaffe ich es jetzt, meine einstündige Piratenfolge zu machen. Water Slide! Yeah, wie cool, was bist du? Dann müsste doch mein Feuerschaden machen. Extremschaden. Am Eisklump. Das geht doch. Ich sehe gar nichts. Mit ihr Klumpen. Verdammt, was explodiert denn da gerade alles? Ist er wieder in der Höhle verschwunden?
Flatsch. Noch ein Flatsch. Ja. Flatschen Day. Wo ist die Statue? Das interessiert mich gar nichts. Ich glaube, Stauber. Ah, komm schon, Pistolen mal. Was ist denn da drüben? Das ist eine Gedichtseite, Baby. Liebe ist flüchtig wie der Wind. Das Land mag sich ändern Jahr um Jahr. Wo das Gedicht herkam, gibt es noch mehr davon. Redet einfach mit dem Poeten in der Taverne von Prachthof. Der Poet. Weißer Dreck hier. Und kann die Sachen mir schon reinziehen. Wenn ich sie finde, ganz unten wahrscheinlich. Geht doch. Rucksack ist voll. Ribola. Egal, was wir mitnehmen. Die Automaten sind hier um die Ecke, wenn ich mich erinnern kann. Goldene Kugel. Ich das ja auch. Nein. Nur wo das Kleid. Naja, das ist kein hundertprozentiges Let's Play. Das schaffe ich sowieso nicht. Es fehlt genau immer eine Kugel. Verdammt. Das sind die Automaten, da komme ich nicht mehr rauf. Verdammt, wurscht, wurscht. Nimm die Loot halt nicht mit. Nein, kann ich hier alles verkaufen? Oh, ja, ich glaube, ich habe gar nichts Gutes. Jetzt kommt dann die Überloot. Das bin ich. Wir sind uns einig. Und so wird der Verkäufer zum Käufer. Ob die ein Ding Dong der Leidenschaft für mich haben? Hast du die Nachrichten bekommen? Nein. Ich hätte zwar irgendwo eins gelagert, aber da gehe ich jetzt nicht mehr zurück. Dann ist es auch schon zu spät. Dann wird halt nichts gedingeldonkt. Bob. War da nicht eine Nebenquest hier? Baby Shark. Nicht wirklich. So ein Badasses. Bounce, bounce, bounce. Ab, da kommt die Unterstützung. Schützgefährte! Vergaß sie! Verdammt! Wenn Vivian-Gefährte nur so cool wäre. Ja, mit der Loot. Die ist gut. Was ist das? Nein, die kleinen Dinger kommen noch. Ich weiß gar nicht, was da drüben abgeht. Ein Putzfight. Durch Pilzgefährte und den Typen. Nein! Hoch mit dir, Pilzgefährte. Ich lasse dich nicht sterben. Du verdammte Kohlengrabbe. Kohlen. Ab. Ah, oh, das ist Overkill, Pilzgefährte. Lass doch nicht auf seine Leiche putzen. Ja, mit der Random Loot. Noch mehrere Nebenquests, oder? Ich kann mich erinnern. Genau so weit habe ich gespielt. Oh, verdammt, das ist riesig. Goldene Kugel. Das haben wir schon mal. Auch nicht schlecht. Nein. Diesmal wollte ich Würfelabstauber sagen. Dann kommt Glückspilz.
Ist doch egal. Ist doch egal. Oder Pilzgefährte? Was? Ist nicht egal. Ist nicht egal hier. Hier war ich schon mal. Verstehe, das ist der Weg zurück. Das heißt, sie haben mir da einen Weg frei gemacht, oder was? Oder wie, oder was? I don't know. I'm confused. Weg mit der Loot. Und dann weiter. Welche Zwerge? Es gibt Zwerge in diesem Spiel. Sehr schön. Wo ist der Hai hin? Ein Grab. Unsichtbare Wand, 1, 2, 3. Ja, die gibt's in diesem Spiel. Die Chancen steigen! Auf blauer Loot, wie es ausschaut. Schon bekannt. Ohrenhüter. Da habe ich schon länger keins mehr bekommen, also her damit. Ist eine Nebenquest. Blub, blub, kaputt. Schon hier Hundefresser, Haifresser, Hundefische. Unser Fresser passt eher als Haifrescher. Haifrescher macht gar keinen Sinn. Haifrescher. Blaue Loot überall. Jetzt noch die Violette. Mir die okay Loot. Du. Du zuerst. Solches Elend. In diesem üblen Abgrund. Was plagt dich, Geist? Du bist so nett, meinetwegen anzuhalten. Das ist mehr, als ich verdiene. Meine wahre Liebe, Yara, zahlt einen Preis, den ich zahlen müsste. Wenn du mir helfen willst, würde ich dich bitten, mir zu folgen. Die Anbeter der Fiesschlange Grisnissack überfallen seit einem vergessenen Zeitalter die Oberflächenbewohner, um ihre Opferräten durchzuführen. Und die ganze Zeit über war ich hier. Nichts weiter als ein Gespenst, unfähig, sie aufzuhalten. Aber ich kann helfen. Ich werde dir Zutritt zu ihrem Tempel gewähren. Blick jetzt auf die Felder der Toten. Opfer der gewundenen Kultisten. Das ist cool aus, aber. Welche Toten? Natürlich. Es gibt dort viele grabige Steine. Sehr viele. Unfassbar viele. So. Wir haben's kapiert. Endlos viele. Warte mal. Grabsteine? Das war mal der Grund des Ozeans. Wie ergibt das einen Sinn? Das nennt man Szenenaufbau, Valentinchen! Aufgrund deines Arsenals gehe ich davon aus, dass du vor dieser Aufgabe nicht zurückschreckst. Du musst die gewundenen Tissarchen erschlagen und die fünf Teile von Yaras Stimme zurückholen, die durch ihre dunkle Magie zerbrochen wurde. Ihre Stimme? Sie verzerren ihre engelsgleiche Stimme in eine dunkle Resonanz, die die Viehschlange beschwört. Verflucht seien sie. Sie beschmutzen Yaras Erinnerung und binden so ihre Seele an diese sterbliche Ebene. Ich werde nicht ruhen, bis sie frei ist. Chase the Dragon. An diesem schicksalhaften Tag genossen Yara und ich ein mittägliches Segeln. Sie sang mir ein Lied von solcher Schönheit, dass ich fast weinte. Aber dann tobte das Meer um uns herum. Und? Und? Nichts.
waren ein paar goldene Kugeln, die wir finden müssen, Pilzgefährte. Er hat mitten in der Geschichte aufgehört, sie zu erzählen. Wer macht denn sowas? Wir wissen, wie es weitergeht. Hier unten rein, okay, verstehe, verstehe. Snake Woman! Schütze. Er redet dann noch. Snake Lady. Natürlich. Ist dies meine letzte Haut? Das wird ein wahres. Ich mach die Shotgun am liebsten. Das mag ich hier am meisten, weil ich ein Shotgun-Spieler am meisten spielen bin. Wie Vanguard und Outriders und so ein Zeug. Die war schnell weg. Du auch? Okay, ja. Nur weiter schreien. Dass mein Tornado noch herumfliegt. Und alles zerstört. Alles. Wüstenbooster. Irgendwie sind die nicht so besonders, die Skins. Es war ein plötzlicher Sturm aus Schuppen und Klauen. Eine Horde böser Gewundener. Blitzschnell rissen sie meine Geliebte vom Deck und zogen sie in die Tiefe. Er hört mitten in der Story mal auf. Blutgeführte, ja, vergaße die Medusas. Ja, probier's. Ist tot. Die husten ein bisschen viel. Oh, deswegen. Ich hoffe, ihr wart getestet. Nicht, dass ich mich anstecke bei euch. Im Gegner ins Gesicht husten ist ziemlich fies. Das macht man doch nicht. Man hustet seinem Gegner nicht ins Gesicht. Das geht nicht. Nein. Wo sind die goldenen Kugeln? Yeah. Goldene, goldene Kugeln. Yeah. Oh, okay. Danke fürs Rennen. Spawnen. Wupp, wupp. Ich lecke. Ich lecke durch, durch den Boden. Verdammt. Deswegen ist Pilzgefährte nicht draufgetreten. Schlauer Typ. Der kennt sich halt aus, was zu machen ist. Ja, die nette Loot. Nicht zu zögern, sprang ich hinterher. Ich schwamm hinunter und hinunter. Ein Feuer der Hingabe in meinen Adern. Dann, gerade als ich dachte, meine Kraft würde mich verlassen, ergriff ich ihre Hand. Und wie bist du gestorben nochmal? Erzähl diese Geschichte. Ich habe ein Schwert zwischen deinen Eiern gefunden. Da wird doch eine interessante Geschichte daraus kommen sein, oder? Was haben sie mit wem sich erwartet? Erzähl. Urras. Eine Calcium-Lieferung auf dem Weg. Wer ist da? Das SMG macht nichts mehr, kommt mir vor. Von einem warmen Blut niedergestreckt.
Spitzgefährte hofft, den Eingang zu vergrasen. Da ist keiner drin. Ah, jetzt da. Glück gehabt. Glück gehabt. Du hast dieses Leben für ein neues abgeworfen. Ja. Das habe ich. Taktische Neupositionierung. Ja. Oh, hat was geholfen anscheinend. Noch los. Wo war die goldene Kugel hier? Ich glaube, ich habe sie schon verfehlt. Verdammt. Ja, mit dem Kleingeld dann. Goldenes Kügelchen. Da sind viele Fallen. Und viel weißer Loot. Braucht keiner. Musik ist wieder ganz leise. Aber wenn, dann existiert Musik mehr in diesem Spiel als in Mass Effect. Mass Effect gibt mir nie Musik. Die Macht der Freundschaft obsiegt. Böse Freund. Glaubst du, wir fürchten den? Denn was? Was fürchtet ihr nicht? Den Zahnarzt? Fürchtet ihr den Zahnarzt nicht? Da, Overkill-Pilzgefährte putzt wieder auf die Leichen. Schlimmer als Teabagging. Die Tornado-Kombination ist so stark. Hat sie mich genannt. Sind wir da bei Fallout? Mit den Smooth Skins? Würfel? Gott. Ich glaube, ich habe zwei Würfel schon verfehlt. Mist. Wow. Keine gute Loot für mich. Yara war das Letzte, das ich sah, als ich meine Augen schlossen. Ihr zartes Gesicht. Entsetzt mit aufgerissenen Augen. Wortlos flehend, aber ich konnte sie nicht retten. Ich habe versagt. Unterstützt die Kabale mit euren Wandzähnen. Ab, dieser Boden. Nachschub besorgt. Oh damn. Bin mal tot. Dann danke fürs Näherkommen. Die Husten, das kann nicht gesund sein. Alles tot hier. Und nur weiße Loot. Unsere Neid der Tessarchen ist vorbei. Aber nicht diese Geschichte. Platziere nun die arkanen Geräte auf den Sockeln. Und bereite dich vor. Denn nur durch Grisnissaks Tod kann Yaras Stimme geheilt werden. Goldene Kugeln. Wo sind sie? Verdammt. Dann keine goldene Kugel für uns. Eine war hier mindestens. Wahrscheinlich zwei. Mal alles nachladen lieber. Ich glaube, es kommt hier ein kleiner Bossfight. Ich mag das Geräusch. Das hat was richtig Entspannendes. Sie kommt.
So schnell wie ich sie tot gemacht habe, so schnell bin ich tot. Gute Arbeit, Pilzgefährte. Gute Arbeit. Oh! Und er lasst noch einen Farm drauf. Was für ein Bro. Na, so schaut's aus. Oh. Spin, ja. Ich wollte gerade singen anfangen. Verdammt. Dann halt nicht. Er wusste das. Genau so wollte ich singen. Ihre Stimme. Es ist eine süße Qual, sie wieder zu hören. Komm, komm, hier lang. Was für eine Qual muss das für Yara gewesen sein. Ihre Seele gebunden an die Dunkelheit. Ihre Stimme aus dem Gewebe ihres Geistes gerissen. Aber wir werden es wieder gut machen. Mach auf. Was ist? Kannst du es hören? Nein. Ihr Lied. Das letzte Lied, das sie für mich gesungen hat. Es ist noch schöner als in meiner Erinnerung. Ich höre nichts. Meine liebste Yara, zu meiner großen und ewigen Schande konnte ich dich im Leben nicht retten. Aber auch im Tod habe ich dich nicht im Stich gelassen. Ich bete nur, dass meine Taten dir am heutigen Tag endlich den Frieden gewähren, der dir so lange zu Unrecht verwehrt wurde. Bitte, goldene Kugel. Mach sie wieder ganz. Oran, es ist Zeit, loszulassen. Yara, aber ich habe dich gerade erst zurückbekommen. Wir können wieder zusammen sein, aber du musst loslassen. Wie du willst, meine Liebe. Du bist ja schon tot, Oran. Tschüss. Warum habe ich Stöhne gehört? Was haben sie mir für eine Todesritt? Wir haben einen Todesritt bekommen. Neue Shotgun für uns. Hört meine Stimme hauptsächlich die Kontrolle verliert. Kann ich das schon einsetzen? Sehr gut. Was auch immer es macht. I don't know. Datusschaden. Ich weiß nicht, was mein Status ist. Aber lieber das mal nehmen. Und meine Stimme ist wieder zurück. Schade eigentlich. Goldenes Kugelchen, yeah. Wo seid ihr? Nichts. Dann weiter, Pilzgefährte. Whee. Oh. Wo sind wir hier? Zurück am Start. Da unten ist... Ah ja, die Shotgun war gut. Jetzt habe ich zwei gute Shotguns hier. Das hilft mir nicht viel weiter. Hm? Blut. Blut. Wir müssen nochmal zurück. Wow. Verdammter Blob. Neues Schild. Scheint nicht besser als meins. Sporenhüter, warum nicht? Ich habe noch keine Violette gefunden für mich. Okay, das nehmen wir noch. Dann schauen wir auf die Karte, ob das eine Sackgasse ist. Der Glücksfaktor steigt. Wo ist meine Loot hin? Da ist meine Loot hin. Jetzt Gefährte, das ist meine Loot.
nicht zu wüstig sein hier. Also nur ein Lootspot. Auch gut. Gesamtschaden. Ich kriege nichts Violettes zurzeit, also rauf damit. Aber ich weiß ja, wo die violette Loot dann kommt. Was sagt meine Karte und mein Inventar? Okay, da werden wir voll looten. Da geht's dann weiter. Und da gehen wir zuerst hin. Zuerst die Nebenmission hier. Die Loot-Nebenmission. Ja. Hopp. Jump. Ich bin ein Pilzgeführter hier. Bringt mir den Pilzgefährten her. Er ist Gegner im Meer. Pilzgefährte, yeah! Tornado wird schon richten. Ja, was sag ich? Dann können wir unser Müll verkaufen. Guter Deal, habe ich gehört. Guter Deal. Wenn du dir einen Gefallen tun willst, oh damn. Ja, gut. Auf dich zu beklagen, Mann. Gratis Verkaufsgegenstände. Wo ist meine Feuerwaffe da? Haben wir einen Ding-Dong der Leidenschaft schon? Banyan, Baum des Hurrikans. Nein. Okay, wenn du das sagst, dann gehen wir... An ein Schwert. Ja, damit. Verdammt, hier ist viel Loot wieder. Wir probieren es. Was haben wir hier? 23, ja, das muss weg. Das muss weg, langsam. Hier ist die Hauptmission. Wir wollen die Nebenmission. Nein, ignorieren. Oder? Ja, ignoriert. Gott sagt, das ist der Rückweg. Anscheinend war das damals versperrt. Blitzgefährte und Tornado-Gefährte sind so stark. Ich muss ja gar nichts machen. Loot. Neuer Zauber. Das klingt nach dem Ähnlichen, was ich habe. Am Beben ist es. Earthquake, Pokémon Move. Wir probieren's. Obwohl der andere Zauber ziemlich gut war. War der Gold? Der war Gold. Dame. Der Buffmeister. Probieren wir ihn mal. Geben wir den neuen Zauber eine Chance. Wenn wir die nächste Piratenquest hier machen. Ja, das andere war ja eine Mumienquest. Yo, freudiger Roy. Tust du einem Plünderkollegen einen Gefallen? Für einen gerechten Lohn, versteht sich. Geh zuerst zum Wrack meines Schiffs, der Carol Ann. Meine einzige Liebe. Abgesehen von der See, ist ja klar. Aber die See ist jetzt futsch, also bleibt mir nur das Schiff. Vor langer Zeit klauten ich und die jungen Perlen aus einem Schrein von Schöpferlich. Der Bastardkönigin, deren zahniges Gesicht hier liegt. Ich schlug
schlugen ihre blutigen Flossen die Wellen so hoch, dass die Kerle enden. Unsere Seelen stürzten in die Tiefe und wir wurden für alle Ewigkeit zum Untod verdammt. Jetzt bin ich Erben zurück. Ich habe meine Mannschaft entsandt, um zu holen, was uns gehört. Aber keiner kam je zurück. Den Schrein eines Rachsinn. Da liegt sie, meine geliebte Caroline. Jetzt halt die Augen offen. Die Perlen können nicht weit sein. Alles, was glitzert in der See, ist mein Eigentum. Der Wellenbeute ist mein Schatz. Und was darunter liegt, mein König. Das mag ja sein, Chamberlain, aber es fällt mir schwer, Wellen hier im Sand zu entdecken. Dann stell dich dem krachenden Zorn meines Gefolges. Gut gemacht, Matrose. Hier liegen irgendwo noch mehr rum. Also beeil dich. Ich bin Chamberlain, die Seezapplerin, die Herrin der Stürme. Und ich werde Rache nehmen. It's worthless. It's worthless. Nutzlos! Der Prinzen, Herrin der niedrigsten Flut, die je ein Seemann gesehen hat. Niemand, der mich beraubt, überlebt. Ich habe Berge ertränkt und Meere getrunken. Und ich habe mal eine Möwe mit meiner Mütze und einem Stiefelriemen gefangen. Aber gebe ich vielleicht an. Naja. Reden Sie gar nicht weiter? Ich dachte, da kommt noch was. Nach dem Rose. Ach, den Wördernen Zauber. Das ist ein Dreck, brauche ich mir gar nicht anschauen. Nur das Grüne kommt mit. Trash talking on a maximum. Bam! Sehr schön, sehr schön. Gute Arbeit, gute Arbeit. Ist das wieder ein Geheimnis? Nein. Kein Geheimnis. Okay, haben wir weggesteckt. Jetzt brauche ich einen Shotgun-Mod. Alles klar. Heute gewesen, Skelette. Ich bin ein freudiger Race gehört. Yeah. Habe ich was verpasst da unten? Nein, das ist aber mehr. So 70% bin ich mir sicher. Und der Fisch. Oh, er fliegt. Wo stecke ich da jetzt drin? So Loot. Und nicht bessere Loot. Verdammt. Und der kleine Schrott. Keine Sorge, wir übernehmen. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Tod. Weiß Loot. Bringt mich zu Weißglut. Goldene Kugel. Hier rieche ich keine. Unter mir. Oh, nur eine Kugel. Wo ist meine Kugel hier? Ah, verdammt, mein Wasser ist schon kalt. Ja, ich trinke warmes Wasser. Ich weiß,
Ich weiß, das finden Leute seltsam. Aber ist gut für die Stimme, okay? Und so oft wie die stirbt, brauche ich sie. Naja, das ist ein Einzelschuss SMG. Das ist, was wir genau brauchen. Genau meins. Der Gutmensch ist so gut wie tot. Was ist der Eindruck von diesem SMG? Nicht so gut. Mit der Loot. Die ist gut. Loot. Yes. Das ist eine Loot-Mission. Warum nicht? Ich kriege jetzt eine Idee über Loot. Letzte Perle hier. Ausgezeichnet, Matrose! Das waren alle! Eile zurück, um dir deinen Lohn zu holen! Loot! Das ist mein Lohn. Glücklicher Rangara! Grün. Ja. Ich sollte mich nicht beschweren. Ich habe genug gute Loot bekommen. Und ich werde noch mehr bekommen. Hui! Eine nutzlose Kanone. Oh. Das ist dein Kumpel? Ja. Ja, das ist dein Kumpel. Okay. Wo genau sind wir hier? Okay, hier schon halb dort. Dann kann ich mich entscheiden, für welcher Seite ich mich entscheide. Ich weiß, dass ich bei der Heilkönigin Überloot bekomme. Ja, ich wusste doch, dass du das Zeug dazu hast. Jetzt gib mir die Piratenperlen. Die Perlen gehören mir. Bring sie zu meinem Schrank zurück. Oder lerne meinen Zorn kennen. Oh. Hier ist deine Beute. Wo ist mein Lohn? Du willst Lohn? Ich werde dir zeigen, welchen Lohn du für deine Ketzerei verdienst und meine Zähne mit deinem Blut rot werden. Jean Pelé. Ich bin nicht begeistert. Pilzgefährt ist sie gerade vergast. Oh, ich hoffe, das nicht. Der Sieg über den tyrannischen Thunfisch war schön anzusehen. Komm wegen deines Lohns zu mir. Beim Klabautermann, die sehen wir nicht wieder. Du hast deinen Lohn verdient, Matrose. Nun geh aber, ich hab Piratenzeugs zu planen. Zum Beispiel, was ich mit diesen Perlen. Also, wenn ihr die Mission selber macht, immer für den Haifisch entscheiden. Die gibt ihr Überloot. Er hat mir gar nichts gegeben. Ja, das war die falsche Entscheidung. Verdammt! Immer schön für die Haifischdame entscheiden. Oh, da habe ich wahrscheinlich 5 oder 10 violette Waffen rausbekommen bei ihr. Da habe ich jetzt gar nichts bekommen. Okay. Gehen wir noch mit ihm reden und dann gehen wir noch mal weiter verkaufen und dann weitermachen. Yeah. Unser Weg ist blockiert. Polly, Zeit, den Signalschnabel zu entfesseln.
keine Gegner. Goldene Kugel, ich rieche dich. Wo ist sie? Ich weiß, sie versteckt sie vor mir. Verdammt. Da, sag ich ja. Wir haben ja Loot. Mehr Glück für dich, Mamacita. Okay. Nur Drecksloot. Noch mehr Drecksloot. Ja, noch mehr Drecksloot. Sind meine Ortlaugen noch was? Kuhgelegenheiten. Und dieses Ding hier. Das so schaut, als würde es mich immun. Immun. Da muss dann eine Kanone drauf schießen oder was? Oder? Vielleicht das Ding da drüber schießen. Nein. Von oben rein droppen. Das wäre die zweite Möglichkeit. Oh je. Yeah. Ich finde den Weg nicht. Da gab es doch sicher auch eine Kanone, die drauf schießt. Diese hier. Ja. Nice. Holen wir uns die Loot, yeah. Oh, waren die schnell weg. Ich weiß nicht. Das zerstört nur meine Finger, wenn ich das so viel den Abzug drücken muss. Selbst mit dem Ding macht es nicht den Megaschaden. Was lebt hier noch? Die kleinen Dinger da. Ja, das SMG begeistert mich nicht. Ja, mit der ganzen Loot. Bitte jetzt hier verkaufen. Ja, yeah. Bin voll. Schon eine Stunde haben. Nein, noch nicht ganz. Und dann 10 Minuten circa noch, dann ist Piratenstunde vorbei. Es ist hier noch eine Piratenquest hier. Komm her, lass mich dein Deck schrubben. Ich sagte Deck. Ja. Gut, noch einmal her. Ist die denn auf einmal hergekommen? Ha!
Was wollte ich mir meine Shotgun wieder reingeben? Weg mit dem Ding. Da ist die Shotgun. 23, Level 23 Shotgun. War noch immer am besten fast. Ja, das bin ich. Verdammt, habe ich viel Dreck mit. Du weißt nicht, was du da hast. Meines. Dreckslot. Was für meine Schrottsammlung. Meines. Tja, jetzt gehört es mir. Noch was für meine Schrottsammlung. Ab mit dir. Ich hau ja schon ab. Keine Sorge. Lord Chance braucht mich. Ich meine, La Bones. Findet die auch sind die Jungfer? Ten minutes to save the world. Was? Water slides. Wie geil eigentlich. Hey. Gutes Team. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Ja, ist trotzdem Dreckslot. Da bläst sie! Die jauchzende Jungfrau! Die einzige Frau, die ich je liebte! Sieh nur, Polly! Die ganze Mannschaft ist wieder vereint! Bloodsreward! Du wagst es, dein verlogenes Gesicht hier zu zeigen! Ach, Charlie, ich... Nenn mich nicht mehr so! Während du weg warst, habe ich eine neue Mannschaft aufgebaut. Eine loyale. Wobei dein gehässiges Herz dieses Wort wohl nicht mal kennt. Die jauchzende Jungfer gehört immer noch mir, Charlie! Mannschaft! Bereit machen zum Entern! Tötet diese Taugenichtse! Nehmt die Schächte und entert die Jungfer! Sorry, ich war gerade woanders. In den Schenken von Dämmerkrall Tänzer tanzen. Dinger mit je drei Partnern. Uns so ähnlich wie Wanzen. Schwingt eure strammen Waden für den Rest des Gedichts einfach in die Taverne von Prachthof. Nein, nein, das werde ich nicht tun. War ja grauenhaft. Wir gehen lieber blaue Waffen testen. Ich habe die letzte Quest mich falsch belohnen lassen. Drecksbelohnung habe ich genommen. Den Vollkoffer. Okay. Ich bin bereit für den Fight. Naja, ist okay, das Gewehr. Oh! Nicht von der Map runterschießen, verdammt. Ich spüre schon, wie meine Waffen schwächer werden. Auch bald neue. Runter. In jedem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt werden will. Keine Sorge, wir übernehmen das. Sie haben auf meiner Dame Ersatzteile ausgebaut.
In diesem Zustand könnt ihr nicht segeln! Nimm das Steuerrad! Schraubt sie schön fest! Das sind doch sicher noch irgendwo goldene Kugeln, doch. Blobs. Schaut euch diese Blobs an. Macht so schön. Hopp. Gratis XP. Die Stunde voll. Piratenstunde. Wir nehmen alle Männer, wir nehmen alle Männer. Sagi ist nicht erlaubt. Er wird unsere Flagge unter Deck verstaut haben. Such sie. Fresse. Der dreifache Eisorden ist gar nicht so schlecht. Macht Schaden. Es ist Zeit, meinen Zauber abzugraden, obwohl der andere Gold war. Gut geplündert, Mannschaft! Hisst sie hoch auf den Mast und lasst sie im Wind tanzen! Yeah! Vorsicht vor dem zweiten Bart! Der zweite Bart! Sieh an, der Held hat was drauf! Durch ein flößendes Schwert stürzt der jauchzenden Jungfer! Platziere sie mittig vorne am Bug! Okay. Sie sieht so gut aus, wie eine Dame nur aussehen kann. Hierher! Wir machen die jauchzende Jungfer wieder gefechtstauglich! Ein Schiff hat so wie jeder Mann eine Seele. Und ich übe mich in Deckromantik. Es wird Zeit, diese hölzernen Knochen wieder tanzen zu lassen. Mannschaft, ein Lied bitte! Oh. Achso, ich muss das Lied anstimmen. Das schöne Schiff mit starkem Mast. Ho, wei, ho, alle Mann an Deck. Kanonen bereit, macht euch auf was gefasst. Die jauchzende Jungfer, die schlägt nie weg. Ah, das vorige Lied gefiel mir besser. Sie flieht. Mit Mannschaft und Schiff können wir uns endlich zurückholen, was wir verloren haben. Holen wir uns eine Chance! Holly hinterher! Sie zeigt den Weg zu seinem Schiff, der bösartigen Brise! Segel setzen! Chartreuse hat dich vorhin Blood Threewood genannt. Hast du uns was zu sagen? Du verdienst die ganze Wahrheit. Eine Piratengeschichte lässt sich nur auf eine Art erzählen. Ein Stück voller Musik und aufwendiger Inszenierungen. Alle auf ihre Plätze! Sabine! Hopp! Einst aus dem Hafen eine Liebe lief auf. Ich weiß nicht, auf welchen Namen getauft. Der Fluch trat ein, er sagte nein. Lass meine Knochen, Jungs, blas! Hopp! Hört nur die Kaufmann an, sein Klagelied für das ganze Land. Haben wir erst mal unsere Buße getan, dann steht ihr auf und geht. Macht weiter. Macht weiter, Jungs. Nur weiter singen. Nein. Ach, verdammt. Warum ist es so still? Ich habe mich schon auf den zweiten. Übers Meer viel Leid, dem anderen schworen wir einen Eid. Meine Rüstung sollte Charlie sein. Blast meine Knochen, Jungs, blast. Oh! Hört nur die Kaufmann an, sein Klage liegt für das ganze Land. Oh, das ist wieder ganz leise. Ich glaube, das werde ich auch in einen Song verwandeln. Warum nicht? Muss auf jeden Fall viel lauter gedreht werden. Mehr Autotune. Natürlich, was sonst. Irgendwas Gutes mal zum Abstauben hier? Nein. Nein. Nichts Gutes zum Abstauben. Noch ein Song? Oh, noch ein Song. Die Verlustangst ließ mich nicht allein. Ich ging einen Pakt mit dem Teufel ein. Nun leb ich ewig ohne Haut. Blast meine Knochen, Jungs, blast. Oh! Oh ja,
Ich habe ihn mit der ewiges Leben-Flunkerei drangekriegt. Funktioniert immer wieder. Missratene Seelen klammern sich immer an schwindende Erinnerungen. Herrje, ich klinge ja fast wie Sie. Weitersingen. Ah, oh, verdammt. Das wird viel darum geschnittelt. Charlie konnte mir nie verzeihen. Er und seine Männer haben die jauchzende Jungfer versenkt, meine Mannschaft zerschlagen und mich der Vergessenheit überlassen. Das ist die Wahrheit. Ich bin schuld, dass sie verflucht sind. Die Last auf meinen knochigen Schultern will, dass ich das bereinige. Hör du dich doch mal an, sein Klagelied für das ganze Land. Hab ich erst mal meine Buße getan, dann steh ich auf und geh. Die bösartige Brise kann nicht weit weg sein. Folgt Holly, wir werden die Dinge begradigen. Ah, oh, das ist noch. Nach der Musik ist auf einmal wieder ganz leise. Ganz leise. Feuer-Shotgun. Wo ist mein Eis-Shotgun? Die Stufe 23 Shotgun austauschen mal. Ah, es ist eine Salz-Shotgun. Nee. Nee. Selbst mit Tornado danach. Das ist nicht meins. Hier riecht es irgendwie heroisch. Oh, was das? Ich glaube, ich mache dann gleich mal Schluss, bevor ich die Hauptmission fertig mache. Was bist du? Ein rasender Zyklop. Ein toter Zyklop. Overkill wieder. Ein Auge gewesen? Ist sein Auge gerade rumgeflogen? Lops. Lops. Die müssen alle sterben. Und weiter weiß ich nicht. Okay. Dann, was sagt die Map, wie lang? So, wir sind kurz vorm Endboss-Fight, also gibt's den Automaten. Der Salzbringer durchstreift das Land und versucht zu reparieren, was zerbrochen ist. Jeder Schritt offenbart eine neue, verlorene Hoffnung. Die Aufgabe scheint unüberwindbar. Aber ein Held muss immer weiter. Dann machen wir halt weiter, wenn du das sagst. Mit goldenen Kugeln. Oh. Wir haben es ziemlich weit geschafft. Nehmen wir. In jedem Helden steckt ein Skelett, das freigelegt werden will. Keine Sorge, wir übernehmen das. Ich vermache meinen Körper der Wissenschaft. Gibt es das hier? Wissenschaft? Hier ist es. Hinter diesem Wall liegt die bösartige Brise. Lasst uns ein paar Luken zerfetzen und Balken zum Bersten bringen. Feuer! Ja. In der nächsten Episode kommt Legends Bossfight. Peace out, Matrosen.